Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automods 8. Ich bin Herr Keckli, schön, dass du wieder dabei bist, falls du neu dabei sein solltest. Hoffentlich gefällt dir dieses Let's Play und dementsprechend die Folge. Falls du die letzte Folge verpasst haben solltest, ist es dein Pech. Ja? Du musst dir die letzte Folge wohl nochmal anschauen. So, wir waren jetzt hier soweit fertig. Genau, hier brauchen wir, genau, Fische wollte ich eigentlich nochmal da reinpacken. Die Frage wäre natürlich jetzt, da müsste ich tatsächlich, warte mal, ich muss mal das Mikro mal hier so ein bisschen, ne, justieren. Gibt es denn Fish in a Bucket oder irgendwie so? Muss ich die angeln? Hier, Fish in a Bucket, ne? Bucket of Catfish. Was muss ich denn dafür? This can be used as a moderator in a bigger reactor. Ich probiere einfach mal was. Oh, warte mal, meine Tastatur. Technik schon wieder hier. So, zack. Wir haben doch keine Eimer gehabt. Ah, nee, das hatten wir in der Version 1. Ah, ich bin schon ganz durcheinander. Und es ist schon wieder dunkel. Aber eigentlich dürfte der Geist gar nicht mehr spawnen, ne? Deswegen, ich gehe trotzdem mal schlafen, komm. Weil dann würde ich jetzt dementsprechend das noch machen. Das haben wir auch soweit fertig. Wir sind mit dem Rathaus eigentlich fertig, ne? Es fehlt jetzt nur noch die Fische da drin. Haben wir denn Eisen parat? Das schaut mir nicht nach Eisen. Was denn? Oh, guten Morgen. Das scheint mir nicht nach Eisen auszusehen. Ja, ich brauche schon ein Bucket. Klar, wir haben nie Eimer dabei, weil wir diesen Emporous Chalice haben. Deswegen, ich müsste mal. Warte mal, ich guck mal kurz. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier hin soll. Ich guck mal kurz hinten im Bauernhauslager. Ich gehe jetzt einfach mal hier querfeld ein. Sind da mittlerweile eigentlich unten welche drin? Nee, ne? Aber die könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Warte mal, wie war das denn nochmal? So. Pass auf, die zwei nehme ich mal mit. So. Das sind dann die zwei Gelehrten, die immer hoch und runter laufen. Ne? Stimmt, die Bibliothek wollte ich auch noch machen. Die waren hier auf jeden Fall drin. Stimmt, die sind ja gar nicht durchgekommen, ne? So, warte. Das muss ich dann wieder ändern. Ich pack die einfach hier mal auf die Treppe, ne? Die werden ihren Weg schon finden. Die Frage ist natürlich, sterben die irgendwann? Müssen wir mal beobachten. Ja, die wollen da nach oben, ne? Die wollen da, glaube ich, nach oben. Warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Jetzt mal wieder komplett was anderes, ne? Aber jetzt, wo wir gerade da sind. Wollen die zum Bücherregal oder beziehungsweise zum, wie heißt es? Lesepult, ne? Zum Lesepult, weil die sind ja nie wirklich da reingekommen. Um dann den Job als Gelehrten anzunehmen. So, pass auf, ich pack den mal hier hin. Ja, er ist ein Gelehrter. Ein Bibliothekar. Okay, das bedeutet, ich lasse die mal hier drin. Dass wir dann unten auch noch Lesepulte machen. Immer mal wieder. Und dann haben wir, wenn wir hier runter gucken, überall Bibliothekare. Ja, das machen wir. Ne? Aber später, ne? Das merken wir uns auf jeden Fall. Pass auf. Da die hier nicht reingehen, mache ich das Ding mal wieder zu. Hätte ich, glaube ich. Ah, Mist, die habe ich. Ja, die habe ich abgebaut, ne? Habe ich die eigentlich noch dabei? Ich glaube, die habe ich nie aussortiert. Kann das sein? Doch, die habe ich aussortiert. Okay. Was war da denn jetzt gerade drin? Hochhilfe. Sind das Saplings? 632 Saplings? Kann sein, ne? Gut, ich lasse die mal da drin. Die werden wahrscheinlich nie wieder rausfinden. Aber so ist das. So, wir wollten Eimer holen. Ich wollte ja eigentlich mal da hinten gucken, ob wir da noch zufälligerweise Eisen haben. Ne, das kann natürlich sein. Muss nicht unbedingt. Und was ist denn jetzt in letzter Zeit hier los? Warum ist das jetzt hier? Haben die sich schon wieder vermehrt? Nee, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe die leider nicht nummeriert. Aber ich glaube, die Kühe haben sich vermehrt. Ja, ich weiß es nicht. Unser Hirsch ist auch noch immer da hinten. Immer noch da hinten.
Ja, da kommt die auch nie raus. So, warte mal. Ich wollte jetzt mal hier eben schauen. Ja, wo könnte hier Eisen drin sein, ne? Das ist natürlich auch so die Frage. Hier haben wir auch noch allen Klamutsch drin. Was ja auch eigentlich richtig ist. Ach, guck mal, hier haben wir ganz viele Blümchen. Ich müsste mir eigentlich mal so Lagerlisten erstellen, ne? Hallo? So allgemein Lagerlisten und das vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufräumen hier. Hier ist auch noch von, ja, ich glaube noch von Twilight Forest, ne? Ja, ja. Von Twilight Forest, da ist noch die ganzen, sind noch die ganzen Sachen drin. Da wollte ich auch irgendwann mal wieder weitermachen. Und Everbright und Everdawn waren wir auch noch nicht richtig drin. Ja, wir haben noch einiges vor. Wir haben noch einiges vor. Ich glaube, ich mache das tatsächlich so, dass wir, ich weiß halt nicht, wie lange das immer so dauert. Ich denke mal, die Glasstadt wird sowieso schon seinen Tribut fordern. Aber wir hängen ja immer tatsächlich noch im Hafen. Da haben wir einen Eimer. Ja, ein Eimer wird nicht genügen. Ich brauche schon... War da jetzt eigentlich... Gold war da. Warte mal. Weiße Wolle. Die nehme ich direkt mal mit. Fürs Schiff. Was hat die schon wieder für ein Kappes? Und die Margarite kommen, ganz ehrlich. Weil ich würde tatsächlich erst das Schiff machen wollen. Damit wir dann den Hafen wirklich abgeschlossen haben, ja? Weil sonst ist das immer dieses Aufgeschiebe, weißt du, wie ich meine? Und ich mag das nicht. Ich will das nicht mehr aufschieben. Ich will das ja endlich mal irgendwann mal fertig haben, weißt du? Wo man dann sagen können, okay, pass auf, das können wir erstmal so abschließen. Wir brauchen da erstmal nichts bauen. Weil sonst ist es immer wieder dieses, ja, das machen wir irgendwann. Ja, das machen wir irgendwann. Weißt du, das muss ja nicht sein. So, hier haben wir ein paar Eimer. Ich nehme mal 10 Stück mit. So. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich habe noch nie Fische irgendwie aus dem Meer gefischt. Oder brauche ich dafür eine spezielle Angel? Klar, ich könnte mich natürlich schlau lesen, aber wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Jetzt müssen wir natürlich, Grundvoraussetzung ist natürlich, Fische zu finden. Können wir dich eigentlich auch mitnehmen? Warte mal. Hau ab, Kater. Hau ab. Ja, wir nehmen nur mal das Wasser mit, ne? Da wäre, ne, das ist von der Dings. Kater. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Okay, warte mal, ich muss mal kurz, einen Prozess machen. So. Ich muss... Nein, nein, komm. Oh, Junge. Oh, ist der dick. Junge, dicker Kater. Oh, und weg damit. Oh. Ja, das Wasser will ich ja nicht haben. Jetzt kann ich das nirgendwo hier platzieren, ne? Doch, da. Das Wasser möchte ich natürlich nicht haben. Supreme Fishing Rods? Nee, mit der Angel wird das nicht funktionieren, weil die Fische ja dann dementsprechend tot sind. Ne? Aber das ging auch mit Axolotl. Ist das nicht einfach mit einem Eimer? Das wollte ich ja auch irgendwann mal wegmachen, ne? Pass auf. Der nimmt natürlich jetzt Öl, ne? Ja, Oil Bucket. Nein. Kann ich eigentlich von hier oben? Warte mal. Dann müsste der ja schon mal weg sein. Wenn ich jetzt das Öl hier unten platziere, dann ist es weg, ne? Dann ist es weg. Sehr schön. Das geht so weit nach unten. Ich würde es halt echt gerne weghaben wollen. So, zack, zack. Das Ding ist natürlich... Ja. Ich mache schon wieder ganz viele andere Sachen, außer das, was ich eigentlich machen soll. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber jetzt, wo ich jetzt gerade hier bin und das sehe... Na, zack. Weil dann müssten die sich eigentlich auch wieder beruhigen, oder? Mach schon wieder hier Öl. Ich weiß es nicht. So. Nein. Ach. Mist. Ich habe auch
fast gar keinen Platz im Inventar, ne? Achso, ich muss das anders machen. Machen wir hier ein bisschen Platz. Dann haben wir nämlich auch noch zwei Oil Buckets. So. Team 8, 9, ja. Das passt. Entschuldigung. Oh, habe ich jetzt die ganze Zeit geredet? Ich hoffe, dass ich die ganze Zeit geredet habe. Ja, manchmal ist das ein bisschen schwierig mit dem Stummen. Ich hoffe, ich habe die ganze Zeit geredet. Also, falls ich nicht geredet haben sollte, ne? Ich habe nur ein bisschen erzählt mit den Fischen, dass wir keine finden. Da haben wir einen Delfin. Aber dann müssten wir hier theoretisch, glaube ich, auch Fische haben. Genau. Ne, ich weiß nicht, wie ich die Fische kriege. So nicht. So nicht. Hä? Oder muss ich mir das wirklich... Ich muss mir das, glaube ich, vorher mal anschauen, ne? Ja, ich muss mir das vorher mal anschauen. Ich weiß nicht, wie es geht. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade wieder so blöd an. Hier wollen wir auch irgendwann mal weitermachen. Ab Folge 900. Ich sag einfach mal random Zahlen. So, warte mal. Wo haben wir denn jetzt hier... Da ist der Wegstein. Gut, die Buckets haben uns nicht wirklich weitergeholfen. Ich dachte eigentlich, das geht so, aber natürlich nehmen wir da nur das Wasser auf. Jetzt haben wir ein Wasserbucket. Warte, den befördere ich mal direkt mal wieder ins Wasser rein. Na. Na. Zack. Gut. Schade, schade. Ich mache jetzt noch einmal eine Steppvisite. Weil das ist soweit abgehakt jetzt hier. Genau, das haben wir fertig. Von außen haben wir fertig. Hier fehlt, ja, zwischendurch nochmal ein Blümchen, ne? Aber muss ja nicht alles voller Blumen sein. So geht das eigentlich auch. Ne, ich guck mal noch auf der linken Seite. Ja, da haben wir auch so ein bisschen Blümchen. Ja, das geht eigentlich. So, das Bett kommt hier weg. Ja, hier, das lasse ich einfach erstmal so, ne? Da kann man ja irgendwann nochmal gucken. Vielleicht nochmal so einen Blumentopf oder so drauf. Hier haben wir mit Rüstungsständer, das gefällt mir. Gemälde, die Fackeln haben wir. Dann hier den Rückzugsort vom... Ach ja, stimmt, wir müssen ja hier eigentlich auch noch warten, ne? Obwohl, dann könnten die theoretisch jetzt hier weg, weil der sich da... Dementsprechend jetzt... Der ist ja dementsprechend jetzt da und jetzt geht er dann hier einmal, müsste er einmal hier rüber gehen bis dahin. Das haben wir auch alles fertig. Das soll ja einfach nur so ein Notgang sein, falls mal irgendwas sein sollte.
Dann kann man sich hier kurz verschnaufen, kann sich hier eben ausrüsten, je nachdem, was da dann Sinn sein mag. Da könnten wir eigentlich auch mal sagen, pass auf, der Bürgermeister, wenn es mal brenzlig sein sollte. Bis jetzt habe ich keine, doch, da habe ich noch eine passende Hose. Krieg dann noch so ein Schwert da rein. Ja, Axt hätten wir, Schaufel aber jetzt nicht. Das wäre dann halt so... Nee, erst das. Ah nee, jetzt habe ich zweimal die Hose. Mist. Das wollte ich doch eigentlich. Zack, zack, zack. Und da hat das Schwert drin. Vielleicht nochmal so ein bisschen Essen. Pass auf, der kriegt auch nochmal ein paar Fackeln rein. Ne, so ein bisschen Environment Storytelling. Tropenfisch. Ja. Haben wir jetzt einfach gegessen. Einfach weggemampft. Nein, das wollte ich nicht. Oh, nein, Hilfe. Aua. Stimmt, mir wurde nahegelegt, dass ich so eine Art Schornstein hier machen soll. Ja, aber es wäre dann nur auf dem, ne? Ja, warte mal. Weil das müsste dann funktionieren. Oh, Alter, dieser Rucksack, ne? Ich müsste echt mehr, ich brauche mehrere Rucksäcke, wo ich dann wirklich Stein und so habe. So, das zieht... Das zieht dann einfach... Ja, egal, warte mal kurz. So. Das zieht einfach da hoch. Klar sammelt sich das jetzt da. Warte mal. Ja, ist immer noch. So. Müsste man das hier auch noch sehen, ne? Ja. Gut, was man natürlich jetzt machen könnte, wäre... Wir nehmen hier so ein bisschen Gras. Zack, 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 ne? Verstecken das so ein bisschen. Weil hier kommt ja sowieso... Keine Sau lang. Theoretisch. Ne? Und wenn man da runterspringt, dann direkt ins Feuer. So, wir sind schon wieder bei 17 Minuten, sehe ich jetzt gerade. Machen wir nochmal hier so ein bisschen, ne? Damit wir das Gras loswerden. Ach, guck mal. Sehe ich das gerade richtig? Nee. Doch, da macht dann. Da ersetzt er ihn, ne? Ach so, das wusste ich auch noch nicht. Ja, die werden dafür immer gefangen bleiben. Bevor ich die Glasstadt mache. Ich muss aufräumen, Freunde. Ich muss aufräumen. Gut, pass auf. Ja, ich mach das gleich ganz einfach. Gut, pass auf, ich gehe jetzt erst in meine Heimat. Was ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann. Architekts Cutter für Glas. Ich wollte eigentlich das Schiff machen, ne? Ich bin am überlegen, ob ich das in der gesonderten Folge mache, das Schiff. Weil das wird nämlich ein bisschen länger dauern. Weißt du, wie ich meine? Dass die Folge dann, oder dass das so eine Special-Folge ist, bla bla Schiff. Und geht dann, was weiß ich, wie lange wir da brauchen, eine Stunde oder so. Ich glaube nicht, dass wir in einer Stunde fertig sind. Aber ich glaube, das mache ich. Dann packe ich das zwischen den Folgen. Ne, dann ist das hier Folge 600, sag ich mal, 615. Und dann ist das halt 615.1. Und dann geht es 616 weiter. So um den Dreh, ne, um jetzt, Pi mal Daumen Ansage zu machen, welche Folgenanzahl oder welche Folgennummer. Okay, pass auf, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao mit V. Tschüss.